Hendrike ist Leichtathletin und eure Nachwuchssportlerin des Monats im September. Hey, hallo, ich bin Hendrike Richter. Ich bin 15 Jahre alt und ich mache Leichtathletik. Ich laufe hauptsächlich 400 Meter, aber ich laufe auch sonst 100 und 200 Meter. Leichtathletik habe ich 2004 angefangen und dann bin ich vor 3 Jahren auf die Sportschule gekommen und vor einem Jahr habe ich mich dann spezialisiert. Gut, bin ich auf die 300 Meter gegangen und dann liefen die total gut und bin ich dann dieses Jahr über die 400 gegangen und das lief dann sehr gut jetzt. Wenn wir Kraftmann laufen wir uns eine Runde vielleicht ein, dann machen wir ziemlich lange Stabi und danach gehen wir in den Kraftraum. Also okay. Dann so Übungen und dann kommt Kondition. Ja. Wenn wir Läufe machen oder Sprints, dann laufen wir uns so 2-3 Runden ein, machen dann mehr Kondition und Dehnung, dann wieder ein bisschen Stabilisation und dann machen wir so Läufe, also entweder kurze Sprints, bei mir 60 bis 80 Meter oder lange Läufe, also 250 oder 150 Meter. Ich bin besonders stolz darauf, also in der Halle, bei meinen ersten deutschen Meisterschaften bei der U20, dass ich da Dritte geworden bin. Und dann draußen bin ich über die 4x400, also in der Staffel, deutsche Meisterin geworden mit meinen Mannschaftskollegen. Und dann noch einzeln 400 Meter Deutschmeisterin. Man sollte schnell angehen, das mache ich immer. Dann sich auf dort, wo man Rückenwind hat, so ein bisschen treiben lassen und sonst die Zielgerade nochmal alles geben. Ich habe jetzt so nicht wirklich Vorbilder. Ich gucke immer so auf die Sportler, auch aus Deutschland, in meinem Alter, die meine Disziplin auch machen. Und an die versuche ich mich einfach so dran zu halten, aber sonst nicht wirklich. In den nächsten Jahren möchte ich viele internationale Wettkämpfe mitmachen, also zu einer WM oder EM fahren oder Ländervergleiche mitmachen und ja, meinen Titel als deutsche Meisterin zu verteidigen. Ich gehe jetzt in die 10. Klasse und ja. So Lieblingsfächer? Irgendwas? Deutsch, Mathe. Okay. Ja, Chemie. Was machst du so am liebsten in deiner Freizeit? Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich lese gerne. Ich gehe auch mal alleine shoppen oder so. Also, ganz unterschiedliche Sachen. Aber manchmal gehe ich dann auch laufen. Deiner Freizeit? Ja. Auch nächsten Monat könnt ihr wieder den Nachwuchssportler des Monats hier auf unserem Kanal sehen. Bis dahin, schaut euch doch mal diese Videos an.